400 Euro für einen Kajak. Schwimmt das Teil überhaupt? Moin und herzlich willkommen zum Prospect Kajak. Kajakprofi.de hat mir das Billfisch von Kites zum Testen bereitgestellt. Wollen wir mal schauen, wie viel Boot man hier für sein Geld bekommt. Ein 2,92 Meter kurzes und 76 cm breites Kunststoffkajak. Also etwas ganz anderes als das, was ich sonst fahre. Hier auf dem Bild sieht man eigentlich ganz gut, was das bedeutet. Die Proportionen sind ganz anders als zum Beispiel bei meinem Seabird Discovery. Gut ist auch zu sehen, wie groß das Cockpit ist. Mit 1,15 Meter ist das ja schon fast ein Sit-on-Top-Kajak. Mit nur 20 Kilo lässt es sich im Wasser und auch an Land super handeln. Man kriegt es ganz einfach alleine aufs Autodach geschnallt. Also auf jeden Fall für mich war es ganz einfach, das aufs Autodach zu schnallen. Der Rumpf an sich macht einen ganz guten Eindruck. Er wirkt gut in Form gebracht. Nichts steckt über oder ist irgendwie großartig abgeschliffen worden. Negativ anzumerken ist aber, auf der Oberfläche sind so kleinere Poren. Die sollen bei der Produktion entstehen. Teurere Boote werden nach der Produktion, also nach dem Gießverfahren oder Rotationsspritzverfahren, wie auch immer, werden die teureren Boote wohl nochmal versiegelt. Das wird bei solch günstigeren Booten nicht gemacht und dadurch sind in der Oberfläche so Poren zurückgeblieben. Die sollen aber nicht weiter die Haltbarkeit oder die Stabilität beeinträchtigen. Muss jetzt eben jeder selber sehen, ob ihn das stört oder nicht. Durch seine gutmütigen Fahreigenschaften ist es besonders ein besonders gutes Boot für Anfänger. Die Kippstabilität ist echt gut. Bevor man hier umkippt, fällt man eher aus dem Boot. Und dann ist sowieso alles zu spät. Durch den ausgeprägten Kielansatz vorne und hinten fährt es prima geradeaus. Allerdings, wenn man sich während der Fahrt gemütlich so nach hinten lehnen will, dann fährt es ganz schnell ungewollt Kurven. Auch wenn man es etwas eiliger hat und dann doch noch ein bisschen schneller wieder nach Hause muss als gedacht, ist ein bisschen ungünstig, weil das Boot fängt schon sehr früh an, Wasser vor sich herzuschieben, was einen das Vorankommen doch ziemlich schwer macht. Durch die offene Bauweise hat man leider nicht so guten Kontakt zum Boot oder auf jeden Fall mit meiner Größe nicht so guten Kontakt zum Boot. Auf Versuche zu kanten reagiert das Boot leider gar nicht. Man muss es doch immer durch eine aktive Steuerbewegung mit dem Paddel machen. Klein, leicht und kippstabil. Das sind die Stärken, die von diesem Boot richtig ausgespielt werden wollen. Das hintere Staufach ist mit einem ovalen Lukendeckel verschlossen. Der lässt sich sehr leicht öffnen und ist auch gegen Verlieren gesichert mit einem Band. Da sollte man allerdings einmal die Knoten überprüfen. Die haben sich bei mir nämlich gelöst und muss sich nachknoten. Bringt dann auch nichts, wenn das festgeschraubt ist oder festgebunden ist, wenn die Knoten sich gelöst haben. Hinten lassen sich sehr einfach zwei Drybags verstauen. Also Ketterbeutel und Schwimmzeug passen hier problemlos rein. Trotzdem ist danach dann immer noch ein bisschen Platz hier drin. Also, was weiß ich, ein Campingkocher und ein Zelt würden sich wahrscheinlich auch noch mit hier rein verstauen lassen. Ob das natürlich Sinn macht oder nicht, bei so einem kleinen Boot auf Mehrtagestour zu gehen, ist natürlich relativ. Hinterm Sitz sind dann solche Gepäckleinen. Gefällt mir nicht so gut. Ein Netz hätte mir deutlich besser gefallen, da würden sich deutlich leichter irgendwie Flaschen oder ähnliches verstauen lassen oder sicherer. Besonders negativ anzumerken wären hier die Verschraubungen. Die sind einfach so durchs Deck geschraubt mit spitzen Schrauben. Die Schrauben ragen in den Gepäckraum rein und man kann sich dann prima den Dryback daran zerschneiden oder eben kaputt machen oder eben andere Gegenstände. Was sehe ich? Zum Beispiel wäre eine Katastrophe, eine Flasche hier hinten drin und die läuft dann aus. Das wäre schlecht. Das Boot ist mit solchen T-Griffen hinten wie vorne ausgestattet. Die finde ich eigentlich ziemlich gut, liegen echt gut in der Hand und man kann das Boot damit gut tragen. Die Schrauben sind nicht durchgeschraubt, die Schrauben sind im Rumpf versiegelt, was mir auch sehr gut gefällt. Hier vorne haben wir dann noch eine Lenzöffnung,
hier mit der man das Wasser sehr gut aus dem Boot rausbekommt. Leider nicht alles, weil dafür müsste die Lensöffnung noch ein Stückchen weiter vorne sein, was sich wahrscheinlich auch nicht so einfach umsetzen lässt. Dadurch bleibt leider ein Restwasser im Boot zurück, der dann noch mit dem Schwamm oder so rausgeholt werden muss. Aber das Boot hat eine fest verbaute Sitzanlage, lässt sich nichts verstellen. Die Lehne ist für mich ein bisschen weit nach hinten gewesen, aber das konnte man eigentlich ganz gut mit dem Kissen ausgleichen. Der Getränkehalter ist eigentlich auch zu vernachlässigen. Da könnte man zwar irgendwie was reinlegen oder so, aber jetzt ernsthaft ein Getränk reinstellen lässt sich nicht. Die Fußstützen gefallen mir. Sie lassen sich einfach während der Fahrt verstellen und sind schön breit. Da kann man den Fuß gut gegenstellen. Mit Schuhgröße 45 hatte ich allerdings ein bisschen hier Platzprobleme hier drin gehabt. Mit Straßenschuhen habe ich da nicht vernünftig reingepasst. Ich musste dann Kajakschuhe anziehen, aber gut, am besten fährt man ja eh barfuß oder eben mit Kajakschuhen. Der fest verbaute Auftriebskörper ist leider ein bisschen im Weg und versperrt den Zugang zum vorderen Bereich. Wenn der nicht wäre, könnte man da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Gepäck reinpacken. Ist natürlich aber auch ein Sicherheitsaspekt, wenn man den ausbauen würde. Ein kleines Kajak, das sehr viel Spaß macht, wenn man kurze Touren fahren möchte oder eben Entspannung auf dem Wasser sucht. Gemacht für den kurzweiligen Spaß. Mit 1,85 m ist mir das Boot eigentlich auch schon ein bisschen zu klein gewesen. In der Beschreibung steht, dass man auch Platz haben soll für ein Kind oder einen Hund. Also ich hatte generell schon Probleme, überhaupt irgendwas zwischen die Beine zu klemmen oder vorne irgendwas zwischen die Beine zu machen. Aber für kleinere Personen passen hier garantiert prima rein. Ein tolles Boot für alle, die dieses schöne Hobby bei ruhigem Wetter und ruhigem Wasser ganz gemütlich betreiben wollen. Unbedingt wäre aber zu beachten, dass man die Schrauben der Decksleinen austauschen sollte. Es tut nicht Not, sich an den spitzen Schrauben dann hier den Dryback aufzureißen. Wer aber weiß, dass es nicht an die kleine Runde auf dem Badesee bleiben soll, der ist mit diesem Boot nicht so gut bedient. Man kann hier sehr gut seine ersten Erfahrungen machen auf dem Wasser. Das geht mit dem Boot wirklich gut. Aber wer weiß, dass er mehr will, dass er längere Touren machen will oder eben auch auf ein bisschen, ja, ich sag mal, wetterunabhängiger sein möchte, der ist mit dem Boot nicht so gut bedient. Man wird sehr schnell an die Grenzen des Bootes kommen. Es fährt sich sehr unruhig, wenn hier sobald ein bisschen Wellen da sind. Also, was heißt unruhig? Aber es fährt sich nicht mehr schön, es fährt sich nicht mehr so gemütlich. Es fühlt sich komisch an, das Boot in Wellen zu fahren. Ja, durch die offene Bauweise lässt es sich eben den Regen auch nicht unbedingt so gut fahren. Sei denn, wenn man einen Trockenanzug anhat. Aber man, ja, das macht ja bei dem Boot ja auch nicht so furchtbar viel Sinn. Wer eben große Touren machen möchte oder ja, längere Tagestouren, der sollte sich nach einem längeren Boot umschauen. In der Kaltz-Familie gibt es da ja genug. Andererseits sollte man auch in Betracht ziehen, dass dieses Boot nur halb so teuer ist wie zum Beispiel das der Fjord und hier man gar nicht so viel weniger Boot dafür bekommt. Im Endeffekt im Fjord kriegst du ja auch fast nichts rein und die beiden Boote nehmen sich dabei nicht so viel, aber das Billfisch ist eben um die Hälfte günstiger. Das der Fjord kostet aktuell um die 800 Euro und das Billfisch eben nur 400 €. Aber was denkt ihr? Habe ich noch irgendwas vergessen? Gibt es noch weiteres zu dem Boot zu sagen? Habt ihr Probleme oder Erfahrungen mit dem Boot gehabt? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Vielen Dank an kajakprofi.de, dass ihr mir das Boot zur Verfügung gestellt habt. Wenn ihr euch für das Boot interessiert oder näher interessiert, dann schaut auch gerne mal bei denen rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Paddle hard, but smart. So long, ding dong.